finde es so wahnsinnig toll, dass auch Orchester mittlerweile wirklich wach werden, dass es diese Musik von Jazz inspiriert gibt und dass sie sehr, sehr gut beim Publikum ankommt. Alleine schon dadurch, dass ein Drumset da auf der Bühne ist, dass es Groove-Musik ist, dass es Rock'n'Roll und Jazz und Blues, dass das alles miteinander mit der Klassik eben verschmilzt. Und ich merke einfach, dass nach jedem Konzert, in dem wir Kapustin spielen, die Leute sind fasziniert von seiner Musik und sie sind total voller Energie und sagen, wow, das ist tolle Musik. Im fünften Klavierkonzert verwendet Kapustin wirklich ein reines symphonisches Sinfonieorchester. Also die Bläser sind alle dreifach besetzt. Wir haben 5 Schlagzeuger, voller Streichersatz, Harfe. Also es ist wirklich ein komplettes Sinfonieorchester. Kapustin kann es natürlich nicht lassen, den Groove eines Drumsets mit einzufügen. Er teilt diese Schlagzeug-Drumset-Stimme auf 5 verschiedene Schlagzeuger auf. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, nicht alleine den Beat zu spielen, sondern als Schlagzeuggruppe einen Groove entstehen zu lassen. Und das war auch bei unserer Aufnahme eine große Herausforderung. Das Klavier ist natürlich auch wie im vierten Klavierkonzert extrem rhythmisch. Es ist wesentlich größer angepackt. Und es ist natürlich ein ganz anderes Spiel, auch vom Klaviersatz, in dem man jetzt mit einem Sinfonieorchester spielt. Also man hat einen größeren gegenüberstehenden Part. Dadurch, dass eben die Musik größer wird, wird sie auch komplexer. Also der Satz im Orchester, die Details, die da drin stecken, sind viel, viel mehr. Es gibt viel mehr Besonderheiten, Klangfarben, dann ist hier mal ein Becken, dann kommt hier wieder die Harfe dazu. Und da kann man natürlich dann auch damit spielen. Jedes Stück ist so einzigartig. Man kennt natürlich schon so ein bisschen seine Melodien, also er hat definitiv eine eigene Klangfarbe. Aber ich merke doch, dass jedes Stück so unterschiedlich ist. Und ich denke auch, dass wir durch die bisherigen Alben Blueprint und das vierte Klavierkonzert wirklich sehr viel mehr neue Kapustin-Fans dazu bekommen haben. Denn er wird im Radio gespielt, wir spielen ihn im Konzert und so können wir eben einen ukrainischen Komponisten wirklich mit seiner Musik würdigen.